Wer schreit da? Na gut, irgendwo muss hier Eltern liegen. Das wirst dann wohl du sein. Minsk. Ah, er schreit. Ich stehe einmal wieder in eurer Schuld. Dieses Wesen hat mich viel zu lange in seiner Gewalt gehabt. Wäre ich nicht außer Gefecht gesetzt worden, hätte ich Skars Tod vielleicht verhindern können. Angelo wird nun bald zum Wind. Nee, Angelo wird nur zu bald Wind von meiner Genesung bekommen. Ihr müsst mich unbedingt von hier fortbringen. Angelo sieht es sicherlich nicht gerne, dass ich unter den Lebenden weile und meine fünf Sinne wieder beisammen habe. Bringt mich zum Haus des Hafenmeisters, der ist ein alter Freund von mir, bei dem ich mich ausruhen kann, bis ich gänzlich genesen bin. Nehmt diesen Brief. Den konnte ich Raschad abnehmen, als er sich um mich kümmerte. Nach dem, was ich dort lese, hat Sarabok Übles mit der Stadt vor. Ich sorge mich um das Leben der beiden anderen Herzöge Lilia und Bild. Sollten sie sterben, würde Sarabok die Herrschaft über die Stadt übernehmen. Ihr müsst Slice und Kristin finden und sie aufhalten. Schnell, wir müssen uns beeilen. Na gut. Oh, du bist überladen. Ach stimmt, du hast ganzen Sachen von Immun dabei. So, was steht in dem Brief? Kitzka. Ich muss euch mein Lob für einen bestens ausgeführten Auftrag aussprechen. Ohne eure sorgfältig ausgeführten Dienste wäre Elter mein stärkster Widersacher geblieben. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Einige eurer Gefährten sammeln sich am Kanalzugang des Palasts. Sie bereiten sich auf die Ermordung des Großherzogs Lilianas und Großherzog Belt vor. Ihr müsst sie bei ihrer Bemühung unterstützen, da ihr die listigste unter euresgleichen seid. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet und ich hoffe ihr ebenso. Es wird ein einzigartiges Blutvergießen geben, wenn ich Am den Krieg erkläre. Trefft euch mit Kristin und Slice im Unterkeller. Sie sind meine besten Assassine. Über die Kanäle gibt es zahlreiche Zugänge zum Unterkeller. Ja, da waren wir ja schon mal. Okay, also wir bringen Eltern zum Hafenmeister und dann gehen wir in die Kanäle. Dann heilen wir Immun, dann gehen wir in die Kanäle und suchen die beiden Assassine. Und dann kümmern wir uns endlich um Sarabok. Ich wusste doch, dass es irgendwie nicht so einfach sein wird, wie einfach nach Baldurs Tor gehen, den Eisenthron nochmal stürmen und Sarabok umbringen. Aber gut. Wir wollen schnell hier weg. Wir haben keine Haste mehr. Schade. Haben wir noch eine Rolle von Haste? Nee, auch nicht. Dann hoffen wir einfach mal, dass wir auf nicht zu viele Wachen treffen werden. So, wir sind jetzt im Südwesten der Stadt. Der Hafen war im Süden der Stadt. Im selben Gebiet wie... Im selben Gebiet wie der Eisenthron. Ja. So, wir laufen jetzt einfach mal weg. Das können wir ja so gut nicht, war Gerogon? Ja, das war gemein. Aber das zieht sich irgendwie durch sein... Was zur Hölle? So eine Unverschämtheit. Er mag noch so beliebt sein, ich werde trotzdem nicht so einen Rüpel wählen. Solch Unverfrorenheit von diesem Mann. Wir laufen gerade vor den Wachen weg, Madame. Entschuldigt, doch ich habe keine Zeit mit euch zu reden. Ja, das macht jetzt wirklich am meisten Sinn, weil ich halt nicht an und mache ein Gespräch für irgendeine Nebenquest, wenn ich von Wachen verfolgt werde. Warum stehst du so komisch? Na gut, weg, 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 weg. Da ist eine Wache hinter euch her. War eine Wache hinter euch her. Na gut, machen wir mal kurz KI aus. Und weiter, weiter, weiter. Da ist der Kartenrand. Was lustig wäre, wenn wir jetzt über den Jungen stolpern würden. Aber ich denke mal, so viel Glück werde ich nicht haben. Und ich werde mich auch nicht wirklich besonders nach ihm umgucken. So, da ist hoffentlich der Hafenmeister irgendwo. Pause. Da war der Tempel der Amberli. Da wollen wir bestimmt nicht hin. Hat er irgendwas Genaueres gesagt? Wir müssen uns in den Unterkeller bewegen. Außerdem sollten wir Eltern zum Gebäude des Hafenmeisters bringen, das sich auf der Ostseite des Hafens befindet. Na gut, das ist doch mal eine Ansage. Das hier ist der Hafen, das ist die Ostseite und da sind nur 10 Gebäude oder so. Ich kann schon mal nachgucken, ob hier irgendwo ein Schild ist. Kein Schild. Irgendwo. Zu sehen. Ja, politisches Gequatsche. Genau das, was man braucht, wenn man von Wachen verfolgt wird.
So sieht's aus. Die Lage zwischen uns und Ammen spitzt sich immer weiter zu. Bald wird's Krieg geben, Pest und Seuchen. Besser sie als wir, sage ich. Plage und Pestilenz? Woher? Vom Krieg natürlich. Was denkt ihr, könnte sonst daraus folgen? Deshalb muss Sarawok auch Großherzog werden, denn er würde die Ressourcen des Eisenthrons dafür einsetzen, uns zu unterstützen. Erst angreifen und dann auf ihrem Boden Krieg führen, nicht hier. Wie gesagt, besser sie als wir. Ich muss jetzt irgendwie an Amerika denken, ich weiß nur nicht warum. So, alle Mann an das oberste Haus. Und dann klopfen wir einfach mal reihum an den Häusern. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht... Oh. Da war ein Fragezeichen. Jupallens Taverne. Ne, wir wollen nicht in eine Taverne. So, was bist du? Du bist abgeschlossen. Wir hoffen jetzt einfach mal nicht, dass der Hafenmeister ein paranoider Irrer ist, der seine Tür mal abschließt. Tür auf. Also. Bist du der Hafenmeister? Du siehst so... Stopp, Pause. Ne weg. Warum läuft ne weg schreiend auf mich zu? Ihr geht mal rein. Und du... Ha, wer ist da drin? Du sprecher mit ne weg. Kommt nicht hier rein. Ein Basilisk ist ausgebrochen. Flieht, solange ihr noch könnt. Alles klar, wir sind dann weg. Nee, das wird nicht das Haus des Hafenmeisters sein, wenn hier ein Basilisk frei rumläuft. Das ist nur ein Lagerhaus, hat er gesagt. Eltern stirbt in unseren Armen. Okay, er war nicht wirklich verletzt, er war nur schwach. Aber trotzdem, Eltern stirbt in unseren Armen und wir müssen eine Hausnummer suchen. Bürgerliche Noralie. Er hat nicht gesagt, ob es eine Frau ist, oder? Zum Gebäude des Hafenmeisters bringen. Ah, ich hasse sowas. Wir könnten ihn einfach fragen, aber nein. Ja, nee. Bist du ein Hafenmeister? Nee. Bist du ein Hafenmeister? Nee. Aber es würde optisch Sinn machen, dass das hier das Haus des Hafenmeisters ist. So eine Mischung aus Lager, Büro und Umschlagplatz. Aber gut, kein großartiges Quest-Update, das ist für was anderes. Dann haben wir jetzt nur noch zwei Häuser. Mein Glück ist echt unverfehlbar. Auch bei dem Rätsel in Dolaks Turm. 6 Möglichkeiten und die letzte war's. Und jetzt ist es bei den Türen genauso. Du bist abgeschlossen, also kannst nur noch du das sein. Außer es ist auf einem anderen Kartenabschnitt. Aber dann wäre es nicht mehr der Hafen, oder? Obwohl, ja. Bist du das Haus des Hafenmeisters? Nein. Habt ihr etwas gesagt? Da wollen wir rein. Bitte, bitte. Da rein, warum gehst du nicht rein? Ich habe den ganzen Tag bist du der Hafenmeister? Um eurer Gesundheit und eurer Kinder willen, kommt nicht näher. Ich wurde durch einen Fluch mit dieser fürchterlichen Krankheit geschlagen, als Strafe für meine Schlechtigkeit. Krank. Lasst euch von eurem Kummer heilen? Nein, eure Zauber und Tränke nützen da wenig. Diese Krankheit kann nur geheilt werden, wenn die Schlechtigkeit der Vergangenheit gut gemacht werden. Hinter einem Bild im Wirtshaus zu den drei alten Fässern findet ihr den Schädel meines Bruders Keref. Bringt ihn zu Agnasia im Haus der Dame. Sie weiß, was damit zu tun ist. Nicht jetzt. Noch was für die Liste. Aber das scheint nicht wirklich... So, Gerogon, 7 Meilenstiefel, die gehörten eh mal dir. Und jetzt flitzt du hier rum und versuchst, ein Haus zu finden. Das könnte das Haus des Hafenmeisters sein, aber es hat keinen Eingang. Und hier sind schon direkt Schiffe. Na gut, ich wollte es eigentlich nicht mehr wirklich machen, aber ich speichere jetzt mal ab. Und melde mich dann 104. Und melde mich dann wieder, wenn ich dieses Haus gefunden habe. Also bis später.
Da wäre ich wieder und wirklich viel verpasst habt ihr nicht. Also wir haben hier aufgehört und hier ist das Haus des Hafenmeisters. Auch wieder ein lustiger Übersetzungsfehler oder ich war einfach nur zu doof, es zu verstehen. Aber wenn mir jemand sagt, geh zum Haus des Hafenmeisters, dann nehme ich an, dass das ein Privathaus ist, so wie die hier die ganze Reihe lang, die wir ja auch abgeklappert haben. Aber nein, damit ist gemeint, dieses riesige, mit Glas verkleidete Gebäude. Das ist das Gebäude des Hafenmeisters. Nicht das Haus des Hafenmeisters. Aber hier sind wir richtig. Na gut, sei es drum, wir haben es gefunden und das ist das Wichtigste. Beim Atem der königlichen Schlampe, das ist Herzog Eltham, den ihr bei euch habt. Er sieht aber ziemlich mitgenommen aus. Lasst ihn hier bei mir, ich werde mich um ihn kümmern. Ihr seid dann also diejenigen, die im Auftrag von Scar und Eltham gegen den Eisenthron vorgehen? Nun, ihr habt sicherlich einiges zu tun. Also lasst euch nicht aufhalten. Macht euch mal um Eltern keine Sorgen, ich werde ihn schon wieder aufpäppeln. Ich muss ihn an einen sicheren Ort bringen. Also dann mal viel Glück. Ja, das werden wir brauchen. Aber wichtige Sachen zuerst. Erstmal muss unsere Kampfgefährtin Imri wieder leben. Dann müssen wir uns ausrüsten und wir müssen schlafen. Auch wenn jetzt eigentlich wichtigere Dinge einstehen. Nämlich eigentlich müssten wir in das Gebäude vom Eisenthron und Saravok suchen. Und eigentlich gleichzeitig müssten wir auch in die Kanalisation gehen, um die Attentäter aufzuhalten. Da wir das aber nicht wirklich alles so gleichzeitig hinbekommen, können wir es auch gleich in Anführungszeichen lassen und das alles so machen, wie man es machen würde, wenn man kein Let's Roleplay betreibt. Was ich ja auch nicht ganz tue, also habe ich damit nicht wirklich ein Problem. So, wir gehen jetzt ins Elfgesang. Obwohl, eigentlich müssten wir zuerst zum Tempel. Aber hier war keiner. Na gut, dann wieder zurück. Haben wir noch eine Haste? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu praktisch gewesen. Aber gut, während sie da alle hintappern, kann ich schon ein bisschen das Inventar sortieren. Also das gehört immer in die Stäbe. Wir haben ein paar zu viele Blitzstäbe. Die werden wir auf keinen Fall mehr einsetzen. Das heißt, wir können die beiden Stäbe verkaufen. Den Froststab vielleicht noch. Wir brauchen unbedingt neue Stärketränke. Für ihn und für ihn auch. Heiltränke. Haben wir noch ein paar? Aber auch nicht wirklich so viele. Weil es stehen jetzt ja mehrere große Kämpfe bevor. Einmal gegen die Attentäter, einmal gegen Saravok selbst. Und was auch immer noch alles unterwegs so passieren kann. Und die finanziellen Mittel haben wir auch nicht mehr so unbedingt. Also wir haben jetzt noch 28 Goldmünzen, 28.000 Goldmünzen. Davon werden wir aber eine Menge für Imuren blechen müssen. Denn pro Level sind das 1.000 Goldmünzen, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie ist schon 9, glaube ich, oder 10 sogar. Ja, das wären schon mal 10.000 Goldmünzen. Wir brauchen noch die Stäbe für Jahira, die waren auch nicht gerade billig. Die Stärketränke hatten auch das Stück 2.500, glaube ich, gekostet. Ja, es könnte knapp werden. Also wir sollten wirklich unser Inventar ein bisschen aussortieren. Wirklich nur das, was wir für schwierige Kämpfe brauchen können, behalten, den Rest verkaufen und dafür den Ressourcen. Oh. Gegen dich wollen wir eigentlich nicht kämpfen. Also machen wir mal KI aus, ist schon aus und fliehen einfach. Wir wollen doch nur unsere Freundin heilen. Schnell, schnell, schnell. Genau. Jetzt komm bitte nicht hinterher. Ah, ist doch schön. Wir wollen Immun wiederbleiben. Ja, habe ich mir noch gedacht. 10.000 Goldmünzen. Ah, ouch, ouch, ouch. Ah, wo wir hier sind, können wir auch gleich ein paar Heiltränke kaufen. 3, 4, 5 und die bessere nehmen wir auch nochmal. Auch wenn es nur 1-2 Punkte Unterschied sind. Genau die Punkte können es ausmachen manchmal. Oh, jetzt habe ich den zweiten Stack angebrochen. Na gut, dann machen wir den zweiten Stack auch noch voll. So. Also, Immun braucht ihre Sachen zurück. Und ein paar Heiltränke können auch nicht schaden. Du hast noch die Schuhe. Das, der Wolfsumhang, den haben wir bisher noch nie benutzt. Sollten wir vielleicht mal testen. Ob der jetzt wirklich irgendwelche Bonis gebracht hatte, weil einfach nur ein Wolf werden und ein Tick schneller laufen ist nicht so toll. So, die können wir auch gleich verteilen. Du hast noch 4, gut, gut.
Der Stab kann auch schon mal zumindest zum Verkaufen. Die Stäbe auch. Du ziehst das alles an. So. Fehlt irgendwas? Nee, nicht direkt. Obwohl, das kann sie auch noch nehmen. Das kannst du schon mal in Quickslot tun. Und die können auch noch zu ihm rein. So, jetzt verlassen wir das Gebäude mal ganz dezent durch den Hintereingang. Denn wir wollen ja nicht wieder in die Wache reinlaufen.